was ein hart erkämpfter Sieg war, aufgrund der Torchancen, die wir hatten. Salzburg hatte auch einige. Wir hatten, glaube ich, dann doch auch die eine oder andere Torchance mehr. Und aufgrund dessen, glaube ich, war es sogar verdient. Erstmal Komplimente an die Mannschaft und auch an den Trainer, dass er uns ja, so gut eingestellt hat. Und ja, ich muss sagen, war jetzt eine sehr gute Leistung, auch defensiv wie auch offensiv. Und ja, wir waren halt sehr effizient, das haben wir uns vorgenommen und zum Glück hat es dann geklappt. It was an amazing game, 5 goals. We had a little bit lucky in the game, but I'm very happy that we win the game. It was very important for us. After the last week that we win, we wanted to continue to win, and it will give us a lot of confidence for the continue. Ja, wir haben eigentlich von der Taktik her etwas anders trainiert, wie wir dann ins Spiel gehen mussten. Die Jungs haben das super umgesetzt, aber wir haben am Abend noch gesprochen, wie wir am besten, welche Aufstellungsvariante, dass wir wählen sollen. Dann auch, wie wir es taktisch angehen, das haben wir trainiert. Aber es war doch vom System her dann etwas anders. Und die Umstellungen haben super funktioniert. Und ich bin natürlich sehr froh, dass wir auswärts gegen eine wirklich sehr starke Salzburger Mannschaft dann die 3 Punkte holen konnten. Gegen die Ex-Mannschaft natürlich dann so ein Tor auch noch. Das hat mich selber überrascht, wie er dann drinnen war, aber ich habe mir gedacht, ich haue mich drauf. Und ja, es hat ganz gut geklappt, muss ich sagen. Und dann hat der Oma eben nur das entscheidende 3:2 geschossen. Und ja, dann war ich sehr glücklich auch mit unserer Lage, dass wir mal von hinten rauskommen, weil ja, die Tabellen, wenn man da aufschaut, das hat mir in den letzten Wochen und auch, ich glaube, ein paar andere auch nicht so wirklich gefallen. Und ja, ich denke, wir sind jetzt auf einem guten Weg und ja, so kann es weitergehen. I all the time want to be better and to improve, and I know that I will be better in the future. But for now it's okay, but I want to be better. Du brauchst in solchen Spitzenspielen, in Spielen, wo es so eng ist, einfach auch das Glück des Tüchtigen. Ich glaube, das haben wir gehabt. Das hatten wir auch in den letzten Spielen nicht ganz so, wie wir uns das vielleicht verdient hätten. Aber so ist der Fußball, du musst ja alles hart arbeiten. Die Jungs haben wirklich es toll umgesetzt. Es waren wieder sehr viele Fans unserer Austria vor Ort in Salzburg und haben uns unterstützt. Und das alles zusammen war wirklich eine super geile Sache heute. Und wir sind natürlich sehr froh, dass wir 3 Punkte mitnehmen konnten. Everybody knows that it's very important for the club, for the fans, to win Salzburg. Salzburg is a very good team and have good players, but it's only 3 points and we need to take a lot of points this season. And I hope that we take a lot of points. Ich habe nur reklamiert, dass der eine Ball nicht draußen war. Das hat das ganze Stadion gesehen. Sollte nicht vorkommen, natürlich für mich als Trainer. Aber ich habe die Schiedsrichter weder beschimpft noch sonst irgendwas Beleidigendes gesagt. Das ist nicht meine Art. Emotionen gehören dazu. Ich habe mich nach dem Match natürlich gleich entschuldigt bei den Schiedsrichtern. Angezeigt hat es eigentlich der 4. Schiedsrichter. Und habe mich gleich entschuldigt und somit ist die Sache für mich gegessen. Ich glaube, ich muss ein paar Euro einzahlen. Das werde ich natürlich auch tun und ja, dann muss es weitergehen. Wichtig war der Sieg heute. The fans are very, very good all the time. They are, you know, support us and we want to make the fans happy. I like the fans and I want to make them happy. All the season. Ja, wir waren natürlich von den Ergebnissen hinterher. Wir haben wirklich auch für mich als Trainer selber schon überraschenderweise lange gebraucht, bis wir in die Gänge gekommen sind. Aber ich glaube, gegen Rapid haben wir schon im Derby gezeigt, dass wir gute Performance abliefern können. Dann war der Rückschlag gegen Admira Wacker. Dann bist du 2 Wochen lang auf der letzten Tabelle bei der Austria. Das ist natürlich total ungewöhnlich und sehr unbefriedigend für uns alle. Aber wir haben den Druck standgehalten, wir sind ruhig geblieben, haben wirklich kontinuierlich weitergearbeitet und jetzt sind wir mit 2 Siegen belohnt worden. Ich denke, dass man schon in den letzten Spielen jetzt gesehen hat, dass das auf jeden Fall Aufwärtstrend da ist und das von Spiel zu Spiel eben besser wird. Und ja, ich hoffe natürlich, dass jetzt wieder nach oben geht, auch in der Tabelle her. Und ja, am Mittwoch wartet schon das nächste Cup-Spiel auswärts gegen Kitzbühel auf uns. Und ja, da müssen wir genau wieder so fokussiert an die Sache rangehen, wie eben schon das vorherige Spiel und jetzt auch gegen Salzburg. Und ja, dann denke ich, wird das auch klappen. Und dann wartet am Samstag noch ein schwerer Gegner mit Grödig auswärts. Und ja, wenn wir da auch noch was mitnehmen, dann wäre es eine ganz gute Woche, würde ich sagen.